Wiederhol das nochmal. Wer ist tot? Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit Fallout 4. Es geht weiter. Wir sind in Concord angekommen. Es hat ganz schön lang gedauert, bis ich ankam. Ich bin immer noch völlig überfordert mit allem. Und das wird ein bisschen dauern, bis ich mich an alles gewöhnt habe. Alter, hier ist... Hört ihr das? Hier wird geschossen. Raider! Oh, scheiße! Oh. Und nachladen. Oh. Wow. Schnell alles auf und sammeln. Bei mir liegen dann immer nur noch Nackte rum. Ach, ich drücke immer V. Ich glaube, ich werde es auf V setzen, damit ich es nicht vergesse. Ich treffe ja ziemlich gut. Hey, hier oben, auf dem Balkon. Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns. Bitte. Ich komme, ich komme. Ich hab nur gerade noch... Ah, hier, Lasermuskete. Boah. Milizhut. Ich mach die Musik mal gerade, die nervt gerade ein bisschen. Ist viel am Platz. Okay, wir kommen rein. Okay, ich muss die Lasermuskete ausrüsten. Bam, bam. Mann, dieses Spiel ist toll. Das gefällt mir jetzt schon. Erste Sahne. Wow. Wow, 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 wee, wow. So, Harnisch. Was haben wir denn hier? Harnisch. Den wir haben, der hat, was sind das hier? Steckerputze mit Riemen. Sturmmaske. Guck mal, die hat Sturmmaske. Wo ist denn unser Gammler-Outfit? Wir können den Schaden durchstatten untersuchen. Also vorher war das einfach immer nur... Nee, das ist auch nicht. Ich will den reparieren, falls er kaputt ist. Naja, gut. Gut, dann nehmen wir jetzt erstmal die Waffe. Wenn du Rüstung trägst, erhöht das deine Schadensresistenz. Bla bla. Mann, diese Info ist immer im Weg. Impro-Automatik-Pistole. Sortieren. Kurz-Doppelläufer. Oh, ich liebe Schrotflinten. Lasermuskete. Oh. Komm, wir nehmen erstmal die Lasermuskete. Oder die Schrotflinte. Wir nehmen die Schrotflinte. Oh, Dodo, was ist los? Dodo, los, wir müssen hier lang. Oh, guck mal, hier ist der Kolonialkrieg. Hier, Unabhängigkeitskrieg, der amerikanische. Was? Ihr habt ja auch einen Tee hier. Da ist ein Raider. Hier, schnupper mal, doppelläufig. Ne, warte, ich auf den, zwei auf den Kopf. So, los. Einer gereicht. Alles mitnehmen. Oh, oh. Ach, scheiße, die sind schon hier oben. Ich glaube, ich brauche die Laser auf Reichweite. Ich, gibt keine Hotkeys, oder? Ich muss immer hier reingehen zum Aussuchen. Mist, den treffe ich nicht so gut, oder? Und der Dodo ist unten schon am Kämpfen. Dodo, was ist los? Wer ist hier unten? Komm, wir gehen hier hoch. Ist die Tür? Ja, was ist los, Dodo? Wir können da noch nicht runter, oder? Wir wollen erstmal den hier oben töten. So, komm, wir machen Torso und Kopf. Wie der das Ding immer aufkurbelt. Komm, unser Helm, wie abgefahren. Oh! Headshot. Ah. Komm, wir gucken erstmal hier unten. Vielleicht können wir irgendwas aktivieren oder deaktivieren für die. Guck, was ist das denn hier? Mad-X. Klebeband. Oh. Immer Klebeband. Verstellbarer Schraubenschlüssel. Keine Ahnung. Ich kann einfach nichts liegen lassen. So, Computerterminal. Willkommen bei Termlink. Bla bla bla. So, jetzt hacken wir mal. Hacken. Wähle mit Maus 1 ein mögliches Passwort. Ist dein gewähltes Passwort nicht richtig, wird deine Zahl im richtigen Buchstaben sowie Position als auch Buchstaben selbst auf dem Bildschirm angezeigt. Hä? Oh, das ist neu. Alter, was hat der gerade gesagt? Ah, hier. Schubs. Zugang verweigert. Tease. Das wär's. Ah. Sicherheitstor entriegeln. War das gut oder schlecht? So, was haben wir hier? Eject. Hä? Start, Cycle, Core. Naja, ich habe mitgenommen. Vielleicht kann ich ihn bei meinem Haus einsetzen. Guck mal hier. Psycho ist hier drin.
Haben wir alle getötet? Hier liegt der Rest von seinem Kopf. Wie viel haben wir noch? Ah, 121. Wir haben noch 100 Gewicht übrig. Shit. Kreide. Oh, hier wieder Engländer. Ich will noch Continentals sagen. Was sind hier Engländer? Rotröcke. Was haben wir hier? Medex Redaway. Meine Güte, wir haben aber echt viel Loot hier. Also, das ist im Vergleich zu Fallout 3 echt einfach. Ja, so viel Medikits zum Anfang. Wie komme ich denn da hoch? Hallo? Da lang? Nein, warte mal. Muss doch irgendwo hier sein. Oh, jetzt habe ich mich ein bisschen verguckt. Na, hier auch nicht. Ja, die sind da oben auf jeden Fall. Hier geht's nicht weiter. Kronkorkenvorrat. Oh, 23 Kronkorken. Wir sind reich. Wir sind reich. Reich, 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 reich. Ich glaube, es gab auch Fans, die haben Kronkorken gesammelt, um das Spiel sich dafür zu kaufen. Die haben quasi dann den Machern einfach eine Wagenladung Kronkorken geschickt und gesagt, hier, das ist meine Bezahlung. Ich glaube, die haben es auch dafür bekommen. Ich bin mir nicht sicher. So, hier können wir lang. Gefunden. Oh, scheiße. Oh, die spawnen sogar hier. Guck mal, hier ist was zum Explodieren. Da, guck mal, da. Hast du gesehen? Ich glaube, da können wir auch drauf schießen. Aber es wäre nicht so aufregend. Oh, was hat der ein Billard? Oh, der hat eine Schrotflinte. Ah, Amerika. Amerika. Cooles Bild. Abgefahren. Was steht denn da? Amerikas Freiheitskämpfer. Dieses Wandgemälde erinnert an die vielen Opfer unter den tapferen Männern und Frauen der US-Streitkräfte. Von Lexington und Concord bis zur Küste Iwo Jimas von Mare Tranquillity bis zur Anchorage Front haben Amerikaner im Laufe der Zeit, Anchorage Front glaube ich hier von dem modernen Krieg, Amerikaner im Laufe der Zeiten für die Freiheit unserer Nation gekämpft und in ihr Leben gelassen. Mögen uns ihre Opfer daran erinnern, dass die Freiheit ein Privileg vieler ist, das von einigen wenigen genommen wurde. Das Recht, bla bla. Wollen jetzt hier nicht politisch werden. So. Ach, hier geht's hoch. Ich glaube, das war's, ne? Jetzt haben wir alle. Ne, haben wir noch nicht alle. Komm schon, wir gehen nirgendwo hin. Jag sie hoch! Oh. Pass auf, Dodo, jetzt nicht angreifen. Nein, Dodo, ich habe gesagt, du sollst warten. Oh, Mann, das ist echt nah. Und der hat ein Messer. Daneben? Schon wieder? Ich fass es nicht. Oh, in your face. Nachladen. Ach, gut gemacht, Dodo. Man, ist ja da sogar Blut im Gesicht. Wow. Also der Blutfaktor ist ziemlich erhöht. Körperteile sind schon immer weggeflogen, aber... Oh, scheiße. Ist der von uns? Ach, das sind die. Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey, von den Minutemen des Commonwealth. Minutemen. Ja, die haben zu lange hier in dem Historikgebäude verbracht. Auf der Durchreise. Du schuldest mir was. Helfe gerne. Minutemen sind quasi Milizen. Du schuldest mir was. Ja, du schuldest mir was. Auf jeden Fall. Du schuldest mir was. Ja, na klar. Ich gebe dir meine Truhe voller Smaragde, sobald wir diesen Mist hier hinter uns haben. Eine Truhe voller Smaragde klingt gut. Die Welt hat sich verändert. Wer sind diese Leute? Ich verrate mal nicht, wer ich bin direkt. Meine eigenen Probleme. Wer sind diese Leute? Erzähl weiter. Bitte, erzähl weiter. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Zuerst die Ghule in Lexington. Und jetzt diese Scheiße. Ich weiß, was Ghule sind. Ich frag lieber nicht nach, sonst denken ich bin ein Idiot. Klingt hart. Ist eine grausame Welt. Meinst du, ich weiß das nein, nicht? Das ist es nicht. Was ich gesehen habe. Was ich getan habe. Naja, wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Vielleicht. Die Raider sind der Gegenbeweis. Nee. Aber wir haben eine Idee. Dann lass mal hören. Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt.
Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45-Power-Rüstung fürs Militär. Klingt nützlich. Gefällt mir. Ja, dachte ich's mir doch. Schutz mit einem kleinen Extra. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Ich soll jetzt schon einen Powersuit tragen mit einer Minigun? Alter, das fängt ja gut an. Das ist Selbstmord. Gute Idee. Minigun, das wollte ich hören. Klingt gut, was? Es gibt nur einen Haken. Der Anzug hat keinen Saft. Wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden. Aber wir stecken fest. Also, wie sieht die Lösung aus? Ich hab die Energie schon. Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK. Einen Standard-Fusionskern. Eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und aber wir wissen, kommen wo man nicht eine in findet. Das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Schon geschafft, Leute. Hab ich schon. Ich habe mir den Fusionskern schon geholt. Kann losgehen. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Ah, oh, Dodo, willst du hier warten? Komm, wir reden jetzt mal nicht mit einem. Guck mal, hier haben wir schon den ersten Pip-Boy. Wahrnehmungswackelpuppe. Perfekt. Also Pip-Boy, Volt-Boy. Entschuldigung. Die Wahrnehmungsdauerpuppe, Dingenspuppe. Hier drin bleiben. Das ist lächerlich. Jemand muss was unternehmen. Die sind jetzt sowieso hysterisch. So, wir müssen aufs Dach und machen den Powersuit an. Aufs Dach. Oder guck mal hier. Kann ich kann ihn doch irgendwie runterwerfen. Mach's gut. Whee! Oh. Whee! Runtergefallen. Bisschen aufräumen. Aber es muss nicht mehr festhalten, sondern... Na, komm her. Runter jetzt mit dir. Whee! Ach, die kleinen schönen sind die. Die kleinen Sachen. Oh, das ist der Wordy Bird. Ist abgestürzt hier drauf. Haben die ja gesagt, glaube ich. Ich dachte, der hier oben gelandet. Drauf. Wie kommen wir denn da auch? Guck mal, hier ist wieder schön. Es wird so schön ausgeleuchtet. Sicherung. Komm, Dodo. Wir können jetzt hier nicht alles looten. Wir sind gleich voll. Wie kommen wir denn da hin? Von der anderen Seite wahrscheinlich. Müssen wir hier durch? Von der anderen Seite raus? Ja, exakt. Wenn man noch mit allen gelabert hat, wahrscheinlich. Sehr gut. Ich stehe nicht so auf Energiewaffen. Also von vornherein, ich stehe nicht auf schwere Rüstung und nicht auf Energiewaffen. Eigentlich bin ich eher der mittlere Rüstung bis leichte Rüstungsfan. Alter, boah, ich habe mich gerade erschrocken, Alter. Guck mal, da steht der. Ja, was denn? Ja, fein! Ja, fein ist Dodo. Willst du schon wieder rausgehen? Schere. Guck mal, Lock, SSG, Michael Delay, Wiedergabe. Oh, cool, abgefahren. Staff Sergeant Michael Daly, United States Army. Am Samstag, den 23. Oktober, ist unser Vertibird auf dem Weg nach West Stockbridge auf das Dach dieses Museums gestürzt. Die Ursache, ein elektromagnetischer Puls als Folge einer atomaren Explosion. Mehrere Explosionen, um genau zu sein. Anhand der Meldungen, die ich aufgeschnappt habe, kam es wohl überall auf der Welt zu Detonationen. Unser Co-Pilot wurde beim Aufprall getötet. Der Pilot ist einen Tag später in seinen Tag wurden Flaherty und Canaver von ein paar verängstigten, verzweifelten Überlebenden erschossen. Oh, ist das geil. Danach ist Prosensky abgehauen. Hab ihn seitdem nicht mehr gesehen. Ist das geil? Jetzt muss ich mich wohl von der Truppe entfernen, falls dieses Konzept überhaupt noch Sinn ergibt. Der Fusionskern meiner Rüstung ist leer. Meine Tage als Soldat sind also wohl vorbei. Warte, lass mich mal gerade ausreden. Ich mache mich zu Fuß auf den Weg nach Boston, um zu sehen, ob meine Schwester das alles überlebt hat. Sie hat ein Apartment auf der Boylston Street. Hier spricht Mike Daly. Ende der Aufnahme. Viel alles Glück klar. Und Gott segne Amerika. Danke. Oder das, was davon noch übrig ist. Wow, habt ihr es mit dem Anzug gesehen? Ist das geil mit der Konsole und so? Ich wollte gerade losschreien, aber den nicht unterbrechen. Mann, ist das geil. So, jetzt haben wir schon die Minigun. Hallo, Freunde. Ey. Warum kommst du nicht runter? Zeig mir die tolle Knarre aus der Nähe. An meinen Jungs kommt der Weg.
Wie war das mit schwerer Rüstung? Ja, ich glaube, ich nehme das zurück. Ich mach mal das Ding jetzt an. Komm, wir probieren das mal aus. Ist ja egal, wo wir hinschießen. Oh, ich glaube, da schieße ich lieber selber. Wie viel Munition haben wir denn noch? 200. Und den haben wir. Mist. Ah, Mist, wir sind leer. Können wir nachladen? Ja, tatsächlich, wir sind wieder voll. Na gut. Es macht Spaß. Oh, ich muss mal. Ist zu überhitzt. Boah. Viel zu heiß. Viel zu heiß. Ah, meine, unten liegen jetzt aber auch viele Sachen rum. Wo ist die ganzen. Alter, guck mal, die ganzen Kugeln liegen hier rum. Ah, ich verschwinden leider. Schade. Mann, wie viel kommen denn noch? Doktrin, menschliche Welle. Na klar. Was war das denn? Was? Alter, da unten. Ist das eine Deathclaw? Oh nein. Granate. Oh. Fuck, ich brenne. Wo ist der? Da. Ist tot. Da hinten ist eine Deathclaw gewesen. Da hinten ist sie. Ach, der greift die Raider an. Super. Sollen wir wieder zurückgehen? Nee, wir bleiben noch hier. Die Deathclaw tötet und ist ja gerade in die Luft geflogen. Siehst du was? Ich glaube, wir sind fertig, oder? Hallo? Ist da noch irgendwas? Scheiße, du versteckst dich da. Von mir. Du bist tot. Wiederhol das nochmal. Wer ist tot? Junge. So, das war's, oder? Dein Hund ist in Schwierigkeiten. Wo bist du? Dodo! Dodo! Ach, Dodo ist runtergefallen. Ich komme. Mann, Dodo, du doofe Nuss. Nicht direkt am Anfang sterben. Ah. Ich glaube, das würde ich auch nicht verkraften. Oh, nicht runterfallen. Überraschung! Die Minutemen sollten uns beschützen. Garvey hat es versprochen. Wo ist er? Wo ist er denn hin? Ach, der ist, glaube ich, auf dem Balkon, oder? Du bist nicht das, was Dark Meat in diesem Viertel normal. Dark Meat? Wer ist Dark Meat? Mann, worauf wartest du noch? Was soll ich denn machen? Hey. Mann, worauf wartest du noch? Ach, Hundi. Oh, Alter, ich bin ausgestiegen. Nein, nicht gut. Ah! Oh, da ist die Deathclaw. Oh nein, warum springst du mir hinterher, Dodo? Jetzt müssen wir den Anzug wiederholen und der ist da oben. Wo bist du, Todeskralle? In seiner Höhle, hier unten. Alter. Na toll. Da müssen wir jetzt da runtergehen. Hier, friss Granate! Mist, wie geht denn das? Halten? Ja! Sehr schön. Sowas, so gefällt's mir. Auf jeden Fall. Komm, wir nehmen dir noch eine Granate. Hier, friss! Hol das Stöckchen! Ach, festhalten, okay. Gleich haben wir ihn. Ach du Scheiße. Nicht schlagen. Nicht schlagen. Wirst du. Wir haben es geschafft. Auch mit Umwegen.
Alter, ist ein riesen Fleischhaufen. Was haben wir denn hier unten? Erstatte Preston Bericht. Bergungszugang. Ne, wir gehen erstmal zurück zu Preston und geben mal die Quest ab. Wie gesagt, der Anzug ist cool, aber doch echt klobig und naja. War aber auf jeden Fall notwendig jetzt bei der Deathclaw. Ich meine, das ist so der härteste Gegner im Spiel, ja? Und er kommt direkt zu Anfang. Leute, wir sind wieder am Limit und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Fallout 4, also bis dahin. Haut rein. Thank you.